frühen Klassen zu bekommen. Und das hat mir so viel Freude gemacht. Lünzen ist ein lebenswerter Ort. Wir haben im Grunde genommen alles, was man sich wünscht. Gerade für Familien haben wir den Kindergarten da, da haben wir eine Grundschule da. Der Schulhof hier ist auf Elterninitiative eigentlich gegründet worden. Es ist dann so, dass wir eigentlich geplant hatten, dass wir nur das umsetzen können, wo die finanziellen Mittel für da sind. Und am Ende stand aber innerhalb von 6 Wochen dieser ganze Schulhof tatsächlich genau so, wie wir ihn hier jetzt sehen. Und das war für mich eigentlich fast ein Wunder und war eben nur möglich, weil Anwohner hier aus der Bevölkerung alles mobilisiert haben, was in deren Macht stand, um hier mitzuhelfen. Ich wünsche dir schöne Ferien. Ich dir genau, auch. Jetzt dürfen wir mal einmal. Dadurch, dass wir ja natürlich die Kita hier haben und die Grundschule, haben wir alles am einen Fleck, ist fußläufig erreichbar, ohne die Landstraße zu überqueren oder die Kreisstraße zu überqueren. Das Außengelände, das haben wir nämlich in Eigeninitiative errichtet quasi. Das gesamte Team war hier Samstage und hat sämtliche Maschinen gefahren, Radlader, Bagger, und hat hier die Hügel mit angelegt und die Baumstämme hingelegt. Und ja, da merkt man schon, dass es ein schönes Dorf einfach ist, wo viele zusammenhalten. Und das Schöne ist auch, wir haben hier noch den kleinen Tante-Emma-Laden, wo man auch die Besorgung machen kann. Und wenn man abends immer Lust hat, dann kann man auch noch ins Restaurant an die Wassermühle gehen. Es ist natürlich auch noch ein großer Punkt, dass Lünzen ja auch viele Arbeitsplätze bietet, ne? Und dadurch ist das natürlich noch lebenswerter. Also wir beschäftigen zurzeit 30 festangestellte Mitarbeiter. Davon sind eben 26, die immer ständig draußen sind, und 3 bis 4 Leute im Büro. Gemeinschaftlich getragene Landwirtschaft. Das bedeutet, dass wir die Kosten des Hofes ein Jahr im Voraus kalkulieren, mit Löhnen und Versicherungen und Sprit und alles, was dazugehört. Diese Kosten teilen wir dann durch unsere Anzahl an Kunden, sodass wir einen monatlichen Beitrag haben. Unsere Kunden sind keine Kunden mehr, sondern Mitglieder des Hofes. Für ein Jahr mindestens gehen wir mit denen einen losen Vertrag ein. Die bekommen im Gegenzug jede Woche Gemüse und Eier und manchmal Fleisch geliefert. Wir sind eben, wie gesagt, erst frisch hier und wir sind unglaublich gut aufgenommen worden. Also es ist sehr friedlich, sehr offen. Wir haben bisher nur hilfsbereite Nachbarn kennengelernt. Also ich glaube, dieses Gemeinschaftsgefühl hat uns tatsächlich beeindruckt. Ganz davon abgesehen, dass es doch traumhaft schön hier ist. Ne? Also wenn man hier einen Job findet, wir haben ja über 200 Arbeitsplätze hier in verschiedenen Branchen. Und im Grunde genommen braucht man eigentlich gar nicht aus dem Dorf raus. Ne? Vor allen Dingen ist wichtig die Gemeinschaft, dass man miteinander redet, erzählt und jeder hat Spaß daran. Und das alte Handwerk wird wieder gezeigt und wird weitergegeben. Sonst stirbt das irgendwann aus. Wir haben ein großes Vereinsleben hier mit Heimatverein, mit dem Sportverein, die Spielvereinigung Fersetal ist das. So 2010 haben wir mit den Planungen hier fürs Sportgelände angefangen. Da ist es so gewesen, dass wir das alte Gebäude komplett weggenommen haben und dann halt neu gebaut und auch geplant haben. Alles wie auch beim Dorfgemeinschaftshaus in Eigenleistung. Allein hier, da haben wir, würde ich mal sagen, so 10 bis 12, 15.000 Stunden an Eigenleistung eingebracht und wenn nur Fördermittel dazu bekommen. Dann haben wir noch einen Schützenverein. Es findet ja hier wirklich noch ein Dorfleben statt. Und diese Facettenreichtum, was wirklich die Landschaft angeht, mit unserer Mühle, mit dem Mühlenteich, mit dem Hahnberg, mit den Windrädern, mit den tollen Obstgarten oder der Lauf der Ferse, also das ist schon was Besonderes und ist halt geprägt durch Landwirtschaft, durch Forstwirtschaft, also ist schon sehr schön hier.